wollte gerade sagen, ist doch zusammengekommen. Das siehst du, wenn du in den Store gehst und wenn dir da der 10% EA Play Rabatt angezeigt wird. In Gelb, ja. Machst du echt Auf ein Spiel einen, raus? Da 71 kriegst du oder so eine. kostet es dann. Musst du aufpassen, dass du die XS-Version kaufst. Ja, das ist so mies gemacht, ey. Ja, halt nicht die für Paar 60, sondern die für 71. Halt. Naja. Stört das, wenn ich das jetzt gerade während dem Spiel mache? Oder? Nein. Nö, ist okay. Ja, ich dachte, ich frage vorher mal. Immer bei den Gewohnheiten bleiben. Schade. Ja, ne? Ich muss schon wieder pinkeln. Ich habe heute so ein richtiges Frauenbläschen. Das ist richtig unangenehm. Dieses fiese Lachen da vom Günni immer, das ist echt unangenehm. Das ist auch so unangenehm. Habe ich. Ich habe gerade ja gesagt, das heißt noch Konfirmandenbläschen, oder? Ja, Konfirmandenbläschen. Ich weiß nicht, wie er das in eurem Keller nennt. Und der Ballverlust tut mir im Übrigen leid, der war nicht auf den Theo gezielt, sondern auf den Bot. Schön. Aber vielen Dank fürs Bobbes retten. Boah, geiles Ding. Jawohl. Sauber! Der schöne Ingo. Wieder einer für seine Heile. Was hast du denn für Extensions? Danke, gemacht. Hallo. Natur. Nicht gegen Ingo, aber im Zuge der Transparenz sollte zu Arne. Das wird ganz anders. Und danke jetzt? Für die Vorlage. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er geht schön dazwischen. Schön dazwischen. Schön gespielt, Ingo. Sie bringen den hohen Ball. Dennis. War klar. Das war mir so klar. Er ist gut. Ich war schon am Überlegen, ob ich einfach B drücke, damit er den nach vorne wegklärt. Weil mir das so klar war, dass er jetzt ein Ding ist. Aber. Schön. Oh, auch schön. Chat. Oh, schade, auf den Abpraller hätte ich gelauert. Ja, ich hatte auf den Abpraller gehofft, aber. Ja, du musst auch fest schießen, da war ja nur ein Schiff hier. Sollte auch nicht drüber gehen. Achso, Rückraum. Burn. Kann da einfach nicht hingehen. Gut gemacht, gutes Deckling. Ach, was macht er denn, ey? Boah, der wäre so geil auf den Arnie was gekommen. Den machen kannst. Schönes Jawohl, Ding. Oh. Schön. Schön gespielt. Genau so habe ich das gedacht. Knapp. Rausgebumst hier. Knapp. Also sehr schön von Theo gespielt, aber muss auch sagen, sehr, sehr gut von Ingo vorher geplant. Das war quasi die fantastischen Ingos. Siehst du eigentlich was mit den Haaren auch was, oder? Sind die nur anscheinend nicht, das kennt der passt ja auch ab und zu mal an. Ich hab schon jetzt zum Pferdeschwanz gebunden. Die Haare meinst du? Das ist implantiertes Eselshaar. Sieht gefährlich aus. Arsch, Arsch oder? Hören. Oder Ohrenhaar. Mähne kein Schweif. Okay. Nochmal. Achso, noch. Komm, gib bald. Boah. Gib, 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 gib. Oh. Du schießt denn nicht. Als würde der Pucki den reinmachen, jetzt hör darauf. Hören. Boah, boah, Ding, Junge! Warte, wo geht? Nein, nicht! Ach, Scheiße. Das war nicht geschossen. Der Ball vom Ingo. Ja. Der Ball vom Theo, der war komisch. Der war irgendwie weg auf einmal. Der hat eine ganz seltsame Flugbagger. Also, der ist ganz komisch gerollt. Leider ja. Carlos Ball. Ja, genau. Entgegen jeder Physik. Das ist so ein Truck, den man freischalten kann.
Muss man sich verdienen, den Erfolg. Schön. Oh, nee. Oh. Dann war der Schwung wie weg. Wie ein Strich. Parabel. Hast du Günni. Wenn es ist da, jawohl. Oh, schade. Was? Du merkst aber direkt, wenn wir einen Gegner haben, der uns ein bisschen Luft lässt, sind wir viel, viel besser direkt. Ja, mach was. Oh. Okay, kam irgendwie nicht dahin, wo das gelbe Ding war. Nee, aber der war gar nicht mal so schlecht. Burn. Jawohl. Land doch wieder. Der Ball holt er gut verloren, meinst du? Da ärgert er sich. Ballverlust. Warum denn? Der Kaui ist doch. Oh, shit. Ganz ruhig bleiben, Gönni. Du musst atmen. Ja, ja. Da haben sie den Ball gut gemacht. Hier läuft so viel schief in dem Spiel, dass bei denen auch nicht alles gut ist. Tag. Meine Pässe fliegen aktuell in die entgegengesetzte Richtung, in die sie eigentlich sollen. Gefährlich. Oh, ne. Was macht er draus? Oberkorn. Dribbel ein Tor. Nee, macht er nicht. Ah, oh, sorry, Theo. Ich dachte. Pass kommt an. Ja, oh, super geschossen. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Ich wollte eigentlich voll übergehen. Oh. Jawohl. Hat da aber auch einen rausgezaubert, der Bub. Ach, was macht der Suff denn da? Er hat einen Sauftrag. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3. Ich würde sagen. Die gehen raus. War schön. Bulls. VfL Black Bulls, ja. Erwartete Tore 0,0. Bei denen? Ja. Uns? Boah, ey, Güni. 2,4. Kann man mal die Defensivreihe plus Keeper einfach mal loben. Ja, ganz stark gespielt. Und die sind richtig gut. Geil, dann kommst du ganz leise, warum? 3-0, sehr gut. Hatten die denn eine Torchance? Hatten die einen Torschuss? Doch, die haben eine richtig gute Chance. Doch, der Dennis überhaupt gehalten. Ja, stimmt, der Dennis den rausgefischt. Das erste geht schon. Ah, Scheiße. So, zack, die Besprechung gemacht. Wir gehen alle raus. Und hat keiner zugehört. Ja, oh, Oberkorn. Der tippelt der da hinten, statt er mal Vollsprint durchzieht. Ah, wie man ihn kennt, den Alemann. Oh, der war schön gespielt. Hier, das ist blindes Verständnis. Ja, von dem so. Mensch. Das war blind, ja. Das hat eigentlich was anderes gemeint. Ja, wo stellen wir denn den Martin auf, wenn der Theo jetzt ZDM spielt? Ist ja das aber schuld, wenn er uns im Stich lässt. Ins Tor. Sind wir mit Martin und mit Theo in Liga 1 aufgestiegen? Mit beiden. Aber nicht gleich. Ich für meinen Teil wird ja das in der Kombination favorisieren, also dass wir mit 2 6. Ich würde auch sagen, Minus ja, und Minus ergibt Plus. Du, ja, 2, ja, schön. Weil ZDMs sind ja auch gefordert von der Mehrheit. Also wird das wahrscheinlich auch scheiße, schon gespielt. Darauf hinauslaufen, dass wir das so machen. Ja, das wird, kann nur deswegen dann drauf hinauslaufen, wenn die Stürmer sich vorne einigen oder die Offensiven.
Weil dann fehlt ja vorne einer. Am Flügel fehlt ja einer. Also zwei. Schön. Boni! Das ist nochmal schön. Ja, wir müssen auch gucken. Vielleicht gibt es ja auch etwas andere Taktiken oder die Möglichkeit, Taktiken zu ändern oder keine Ahnung. Wie du das vorhin schon gesagt hast, das wäre ja eine Verbesserung am Spiel. Ja, sollte man nicht erwarten, aber wäre schön. Also das ist zumindest die Asada. In den 2000er Reihen gab es das doch mal. Schade. Oh, schade. Ich weiß nur nicht, ob das im Pro-Club immer ging, die Position einzeln zu verschieben. In dem Karrieremodus und so ging das immer. Ja, es wird doch schon reichen, wenn es die Taktiken aus dem Karrieremodus auch im Pro-Club gäbe. Da gibt es ja einige, die es hier einfach nicht gibt. Oder in Foot. Ja, ja. Ach, schade. Schön. Ja, wir gucken einfach mal. Der Martin macht ja da und kümmert sich schon drum. Dann kann man ja dann... Oh, schade. Scheiße. Das war ja, echt zu früh. Muss ich abbrechen. Mann, das hab ich nicht gekriegt, ja. Wo will der denn hin? Das ist unglaublich, dass er nicht vom Ball zu trennen ist. Weg. Ja, spätestens wenn er auf den Dom trifft, wollte ich gerade sagen. Dann ist Feierabend. Oh, schade. Boah, der ist immer noch weg, der Ball. Fuck, ja. Gespielt. Boah, hat er auch stark gemacht. Ja. Schön. Da war der typische Puckehaken. Der zuppelt einmal. Ich weiß nicht, wie er das macht. Der zuckt einmal kurz, dann bleibt er einfach stehen. Das ist ja dieser kaputte Elite 2, den ich hier gebraucht vom Controller-Dock gekauft habe. Das ist der beste Xbox Classic. Das jetzt gerade war einfach nur ein Fake-Shot, damit er stehen bleibt. Ach, sorry. Repariert er die, oder was? Die Elite gesagt? Schön. Hast du was? Also, bei mir ist zum Beispiel der linke Bumper kaputt. Da hat er zu mir gesagt, kostet 15 Euro, das zu reparieren. Das wäre irgendwie ein Problem. Das tritt häufiger auf bei den Dingern. Oh, was macht der? Sorry, ich wusste nicht, ob er weggeht oder hingeht. Ich stelle mich hingezogen, ich konnte gar nichts machen. Ich bin einfach versucht wegzugehen. Du kannst bei dem auf der Seite, auf der Internetseite, kannst du das, glaube ich, nachgucken. Du musst das auch selber machen. Da brauchst du kein Talent für. Nee, grundsätzlich. Das Ersatzteil kannst du bei eBay holen, also. Ja, selber machen kannst du halt auch, ja. Die Mitte. Das schicke ich schon auch nicht. Wer macht denn dann? Hören. Er hat Vertrauen in seine Mitspieler. Hast du das gehört, Günni? Ja. Ja. Ja, das kann man jetzt nach über 1000 Spielen gemeinsam auch haben. Aber zu Beginn von FIFA 23 ist das ja wieder vorbei. Ah, sorry, bin ich kacke gelaufen. Schön. Ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Ich habe Richtung Dennis gezielt. Aber das beschreibt das doch ganz gut. Eben schon zwei, dreimal aufgefallen, dass der irgendwie... Boah, schönes Ding. Sehr jawohl. Da ist aber auch ein bisschen Kreativität dann auf der Sechserposition. Der Martin hat ja auch so diese Bälle ganz gut drauf. Wie hast du jetzt nochmal wie konntest du jetzt nochmal den Haken zurück zu Martin schreiben? Ah, der ist doch schlecht. Der macht das nur einfach viel zu selten. Ah, da war der Haken. Da muss man ja schon sagen, hat aber auch selber gesagt, ne? Der hat ja irgendwie gesagt, dass der immer erstmal darauf guckt, hinten sicher zu stehen. Och,
gibt's das. Okay. 0-5. Ja, wir hätten ruhig haben bleiben sie, dürfen. Also, haben sie sich verdient. Dafür, dass sie nicht rausgegangen sind. War das nicht dieser VfL Momentum, vor dem ihr alle Angst hattet? Das Wayne. Ach, schön. Und mit dem Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. Sie bleiben drin. Sie bleiben, ja, aber das Gegentor war echt unnötig. Das hätten wir irgendwie. Ach, nur die Statistik der Verteidiger kaputt. Ja, sowas nervt mich auch, ehrlich gesagt. Ich weiß, kenne ich irgendwo. Meine Dennis steht am kurzen Pfosten, wo er steht. Also da, jeder Torwart würde da stehen, ne? Und das ist halt. Der landet so blöd da hinten im Eck. Ich habe im ersten Moment gedacht, der fliegt vorbei. Haben wir auch gerade drüber. Naja, ja, wenn er den so frei schießen lässt, aber ist doch nicht schlimm, ich finde ein 5-1, da kann doch auch die Abwehr stolz drauf sein, oder nicht? Ja, ein 5-0 klingt aber irgendwie ein bisschen cooler, würde ich sagen. Ja, stimmt schon. Ja. Dann machen wir jetzt das zu 0.